Okay, wir gucken uns jetzt erstmal das Buhari-Statement an. Ich denke, das könnte relativ interessant werden. Kommt drauf an, wie er sich reflektiert. Mir persönlich im Chat war er sehr, sehr freundlich, ja. Mir gegenüber war er sehr freundlich. Ist jetzt natürlich auch eine schlaue Angelegenheit, weil jetzt hat er ja so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und jetzt kann er natürlich auch für seine Musik werben. Ja, ich meine, das hat schon 200 Aufrufe. Der Typ hat schon 100 Abonnenten. Ja, und das bloß, weil ich ein Video zu ihm gemacht habe. Das ist absolut gestört, wirklich. Es ist absolut gestört, dass da 100 Leute abonnieren. Ja, das ist, keine Ahnung, was mit euch los ist, aber okay. Ich bin gespannt. Cola. Alter, wenn ich sehe, müssen mich verarschen, oder wie? Was geht ab, meine Buharis? Hier ist der cringeste YouTuber, den die Welt je gesehen hat, den Deutschland je gesehen hat. Mein erstes Video wird direkt gestrikt, gebolt, alles möglich, egal. Ich feier's, weil ich bin der Erste. Könnt ihr von euch sagen, ihr seid irgendwo die Ersten? Außer vielleicht in Tippen. Ha, ich hab den jetzt geschrieben, der ist ein Arschloch. Mann, jetzt bin Also erstmal muss ich was sagen, was mir sehr positiv auffällt. Ich finde es gut, dass er seine Kamera schräg hingestellt hat oder dass er in einem schrägen Haus wohnt, ne? Also entweder es ist normal oder ich, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik, aber das Sofa steht doch völlig schräg da und die Wand genauso. Ja, irgendwas ist doch da falsch. Bin ich stark, ich war hinterm Computer. Oh, Ace Galaxy. Also, bruh. Ich wollte nur klarstellen zum ersten Thema jetzt, ernsthaft. Alpha Kevin, alles Gute. Ich habe mich entschuldigt, ich entschuldige mich auch nochmal hier im Internet. Jetzt kommt dieses unter Kommentarschreiben. Finde ich sehr stark, dass er sich entschuldigt hat. Lani, ich habe mich hinter einer Kamera entschuldigt. Stell ihn vor mir, ich will mich persönlich entschuldigen, das kommt besser an. So. Und das finde ich gut. Und ich habe das auch Hashtag Joker gesagt. Wenn er sich vor der Kamera entschuldigt, ist alles gut, ist das Ding gegessen. Was macht Hashtag Joker? Macht noch ein paar Videos gegen mich. Das ist es halt. So, das ist einfach der Cringe-Kick. Und er ist halt, weißt du, er ist halt so einer, der macht dann auch ein Video und entschuldigt sich vor der Kamera. Ist doch top, ja. Für mich, ich meine, gegen ihn hätte ich da jetzt nichts weiter gemacht, ne, weil der mir auch hinter der Kamera, da war ja wirklich korrekt. Und das Video ist ja so oder so nicht mehr online, weil er halt gestrikt wurde daraufhin. Aber so, das finde ich doch gut. So. Aber, ihr redet was von, ich hätte es ernst gemeint mit Nazi und was weiß ich. Gerade dafür habe ich mich entschuldigt. Weil ich der Meinung bin, dass man keinem Menschen zu nahe treten soll. Und ich habe einfach gemerkt, Alpha Kevin hat es sehr gestört. Er wurde sauer in seinen Videos, auch wenn er es ein bisschen unterspielen wollte. Aber man merkt es einfach an der Reaktion dieser Person. So, was ich noch sage. Ja gut, ich wurde... was heißt sauer? Ich würde nicht mal sagen sauer. Ich hatte ein gewisses Fremdschamgefühl, ja. Ich glaube, das ist es einfach, was mir Probleme bereitet. So dieser Cringe-Kick, ja. Wenn ihr so richtig merkt, Alter, du kriegst schon Gänsehaut, weil das so loste Aussagen teilweise sind, weil das wirklich offensichtlich lustig findet, was Hashtag Joker da gemacht hat. Das macht mich fertig, ja, das hat mich wirklich fertig gemacht, muss ich ehrlich zugestehen. Deswegen habe ich da auch so reagiert. Letztendlich hätte ich da auch anders drauf reagieren können, einfach nur lachen können. Aber ich habe halt gelacht und habe halt einen Cringe-Kick geschoben. Sagen wollte, war ja auch. Mobbing, weil ich irgendein Ding hatte, wo ich gesagt habe, oh, wozu gemobbt, so. Ihr habt euch alle beschwert. Ihr beschwert euch alle, aber seid kein Stück besser. Ihr seid kein bisschen besser, so. Ich hab meine Kommentare gelesen. Und das geht jetzt nur an die unter Kommentaren beleidigen, wie ich wünsche dir den Tod oder geh dich umbringen oder sonst was. Das geht nur an die. Ich meine, ihr redet gegen Mobbing, aber mobbt selber. Findet ihr das korrekt? Ist ein Argument, ja. Das ist meine persönliche Frage jetzt, so. Ihr geht unter irgendwelchen Kommentaren und beleidigt YouTuber. Und es ist egal, ob das ein YouTuber ist, es ist egal, ob ich irgendeine Scheiße gebaut habe oder so. Erstmal seid ihr hinter einer Tastatur. So, ihr tippt in eine Tastatur das, was ihr denkt. Finde ich lächerlich. Ganz ehrlich, finde ich lächerlich. Aber ihr könnt gerne zu meiner Armee kommen, dann machen wir das auch. Spaß. Ja, was ich noch sagen wollte, war der Alpha Kevin. Der Alpha Kevin, mein Freund. Wie gesagt, kein böses Blut. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Es gab nur eine Sache, die mich wirklich gestört hat.
Sonst gab es eigentlich nichts so. Ich fand eigentlich dein Video sogar witzig, habe ich dir auch gesagt. Lass es drin, ich find's lustig. Links, rechts, so. Ich wollte auch mit YouTube eigentlich. Links, aufhören. Rechts, Bruder, ja. Aber ich habe mir gedacht, wenn ihr mir so viel Aufmerksamkeit schenkt, warum soll ich nicht ins kalte Wasser springen und einfach weitermachen? Und die Person, die zum Beispiel geschrieben hat, seine Fresse fuckt mich so ab. Ich würde dem am liebsten in die Fresse hauen. Oder guck, guck. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Aber du kannst nicht. Zu dem Thema, was mich abgefuckt hat, das war das Thema Armut. Das hat mich aus dem Grund abgefuckt, ich bin wirklich arm aufgewachsen so. Aber mich gleich in diese Schublade zu stecken, der ist bestimmt in Armut aufgewachsen. Ich meine, okay, von mir aus hast du jetzt deine Bestätigung, so. Nee, mir geht's gar nicht um Armut, ja. Mir geht's gar nicht um Armut. Ich habe gesagt, in sozial schwächeren Verhältnissen aufgewachsen, ja. Also ich habe nicht gesagt, dass er in Armut aufgewachsen ist, sondern in sozial schwächeren Verhältnissen. Bedeutet einfach, dass der ein Umfeld hat, was einfach halt, wie gesagt, sozial schwach ist, wo man schlecht soziale Fähigkeiten erwerben kann, ja. Und genau das habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, in Armut aufgewachsen. Ist ja immer noch mal was anderes. Ja, sozial schwach und in Armut sind zwei verschiedene Schuhe. Und deswegen habe ich extra gesagt, sozial schwächeren Familien, weil sonst hätte er anders drauf reagiert, als sich über ein Hitler-Meme lustig zu machen und mich als rechts mit abzustempeln und das mit lustig zu finden, ja. Deswegen, es geht mir ja bloß darum, dass die sozialen Fähigkeiten ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, zumindest in der Reaction, ja. Also die Reaction, die war halt ein bisschen schwierig, aber ansonsten, ich habe nie gesagt, dass er in Armut aufgewachsen ist, ja. Davon möchte ich mich auch distanzieren, weil das kann ich mir nicht erlauben, das zu sagen. Aber laut seiner oder laut dem Video, was wir da angeguckt haben, konnte man relativ gut erkennen, dass die sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten etwas ungereift bei ihm sind. Aber es gibt viele, die aufgewachsen sind und trotzdem was auf sich gemacht haben. Die nie den Weg gegangen sind, den ich mal gehen musste. Und ich habe den größten Respekt vor so Personen, weil die haben wenigstens aus Dreck was gemacht. So. Viele kriegen den goldenen Löffel in den Arsch gesteckt, die anderen arbeiten ackern, bis sie was erreicht haben. Und vor so Menschen habe ich 50 mal so viel Respekt, wie vor Leuten, die jetzt einen aufmachen. Ja, Mama, kauf mir die Playstation. Ich will jetzt meine Playstation. Ich will Unreal Tournament spielen! Wir haben immer über sowas gelacht. So. Warum haben wir darüber gelacht? Weil wir uns selber alles erarbeitet haben. Wir haben nie irgendwo in Papas Benz gesessen und haben gesagt, ey Papa, fahr mich mal in die Schule, alle. Haben wir nie nötig gehabt. Wir haben noch nie unsere Mutter angeschrien, wenn sie ins Zimmer gekommen ist. Haben wir nie gesagt, ey, verpiss dich raus oder so. Warum? Weil bei uns ist Familie das Ängste, nicht irgendwie Playstation oder Geld oder Material. Naja, ist ja bei, also kann ich jetzt genauso, ich kann es auch nur so sagen, wie er das sagt. Also ich habe, wie gesagt, ich habe nie gesagt, dass er aus armen Verhältnissen kommt und ich habe auch nie gesagt oder ihm unterstellt, dass er, für ihn die Familie nicht das Wichtigste ist oder so. Mir geht's genauso, Familie ist das Wichtigste. Also das verstehe ich jetzt gerade auch nicht ganz. Ja, also das klingt jetzt so, als hätte ich ihm unterstellt, dass er aus armen Verhältnissen kommt, er seine Familie anschreit oder ihm seine Familie relativ egal ist und er sich immer alles erlauben kann. Ist ja nicht so, ja, mir ging es genauso, ich bin immer, hier, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad oder Bus in die Schule, mir ging es genauso, ja, ich bin auch eine Zeit lang, bin ich jeden Tag von der Schule mit dem Bus noch nicht mal nach Hause gefahren, sondern ich muss dann noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten bis eine halbe Stunde muss ich dann noch nach Hause laufen, so, und das auch jeden Tag, weil ich keinen Bock hatte, wieder den nächsten Bus zu nehmen, damit der noch eine Verlängerung nimmt, da hatte ich auch keinen Bock drauf, ja. Also mir ging es auch nicht so, dass ich hier jeden Tag irgendwie die Eltern angerufen habe oder Großeltern angerufen habe. Das wäre bloß gewesen, wenn mein Bus halt nicht gekommen wäre, ja. Da kann es schon mal sein, dass ich da mal jemand kontaktiert hätte, aber jetzt auch nicht häufig oder so, ne. Das ist ja nur selten vorgekommen. Und ansonsten, ich bin auch immer mit dem Fahrrad gefahren. Ich gehe freiwillig zu Fuß 15 Minuten, wohne in der Nähe der Schule. Ja, wenn das so ist, das geht eigentlich voll fit, ne. Also 15 Minuten zu laufen zur Schule ist eigentlich ganz cool, weil du kannst halt auch, wenn du jetzt zurückläufst oder so, gut, wenn das Wetter halt mitspielt, ist das halt in Ordnung. Da ist das schon relativ chillig, ja. Also kannst du mal ein bisschen frische Luft schnappen von der Schule aus und dann sieht das cool. Es ist ja eine coole Sache, ja. Ist eine ganz coole Sache. Ist halt die Sache, was man draus macht. Im Studium war auch Jobben angesagt und am Monatsende war manchmal nur noch Geld für Kartoffeln da. Ja, das ist möglich, ja. Es ist möglich, kommt immer drauf an, wie viel man macht, wie viel man da noch arbeitet nebenbei, aber es ist halt saumäßig anstrengend. So duales Studium stelle ich mir mega anstrengend vor. So, du musst Schule machen,
Du musst aber auch arbeiten. Beziehungsweise, was heißt duales Studium? Manche machen ja ein Studium, dann machen die noch nebenbei was und müssen dann halt am Wochenende shoppen. Ja, ich habe auch Freunde, die gehen dann noch im Netto oder so, gehen die shoppen. Shoppen sie wahrscheinlich, oder? Shoppen. Shoppen und verdienen dann ihre, was weiß ich, 400 € im Monat. Voll lästig, wirklich voll lästig. Ich hätte ehrlich gesagt ja nicht so die große Lust drauf, aber wie willst du sonst so dein Geld verdienen? Und es kommt immer so vor, als würden die Eltern immer einem alles in den Arsch stecken, nur weil man vielleicht nicht komplett arm ist oder so. Aber ganz ehrlich, ich habe mir auch alles aufgebaut von klein. Ja, also guck mal, ich hatte am Anfang einen extrem beschissenen Laptop. Ich habe mir zu Weihnachten Sony, damals, das ist schon 7 Jahre her oder so, habe ich mir Sony Vegas Pro 11 gewünscht. Und da habe ich auch noch Geld mit dazu gegeben. Dann habe ich mir das Schneiden beigebracht. So, und dann später habe ich mir eine Kamera von meinem eigenen Geld gekauft, weil ich war immer sehr sparsam. Ich hatte dann schon ein bisschen was auf dem Konto oder auf dem Sparbuch. Und dann habe ich gesagt, hier, ich möchte die Kamera mir kaufen. Da habe ich mir die Kamera gekauft und dann habe ich probiert, hin und her zu schneiden und mal ein paar Sachen so aufzunehmen. Ja, das ist jetzt auch nicht alles von gleich gekommen. Und ich habe mir auch nicht alles schenken lassen, beziehungsweise mir kaufen lassen. Ne? Das meiste war selbst gekauft. Und das, was jetzt, sage ich mal, hier alles im Raum ist, ist alles selbst gekauft. Ne? Es gibt nichts, was ich nicht gekauft habe. Realist oder sonst was, das bockt keinen. Auch wenn ich gesagt habe, ich habe damit mit Geld angefangen, ja, habe Irgendwas ich und verpasst jetzt, Tomulus eigentlich einfach nicht, nur meine weil ich. es Spaß macht. So. Ich habe Spaß daran, mich lustig zu machen, ich habe Spaß daran, irgendwas anderes zu machen, ich habe Spaß daran, Musik zu machen. Ich mache es einfach. Ob dann Leute zu mir kommen und sagen, hey, du bist doch der YouTuber, und bin ich. Und wenn es mir Spaß macht, mache ich es. Ob es dich stört, interessiert mich nicht. Klick nicht auf die Videos, und wenn du auf die Videos klickst und dich stört, dann lass wenigstens ein Dislike und einen Kommentar da, da ich wenigstens deine Meinung lesen kann. Vielleicht bringt es mir was, vielleicht beleidigst du, dann bringt es mir auch was. Wenn es witzig ist, lache ich darüber. Ganz einfach. So, dann kommen wir zu Joker. MC Joker. Hashtag Joker. Hör mal zu, Joker. Ich wurde mit dir verglichen. Ich will nicht mit dir verglichen werden. Ja, ich spreche dich persönlich jetzt an. Weil mich fuckt es ab, dass ich mit dir verglichen werde, weil du hast einem Kind das Tod gewünscht. Ich habe mir, nachdem ich mit dir verglichen wurde, habe ich mich dich erst angeguckt so, und mich interessiert gar nichts so. Weißt du, mich interessiert es nicht so. Aber wenn ich mitbekomme, dass du einem Kind das Tod den Und deswegen mache ich, by the way, Videos. Ja, damit Leute wissen, was eigentlich Hashtag Joker dafür ein Spiel treibt oder was der macht. Finde ich sehr gutes Statement, ja. Also ist Real Talk. Und ich find die Einsicht hier gut. Tod wünscht, aber einen Deutschen hinterherrennt, er ist Nazi, er hat Kanake gesagt, er hat Kanake. Wie viele Ausländer beleidigen Deutsche? Sag mal bitte, du bist das beste Beispiel. So, er hat einmal Kanake gesagt und jetzt? Ich habe 50.000 Freunde, die Kanake sagen. Ich habe 50 Kanaken, die deutsche Kartoffel sagen. Und jetzt? Wir lachen darüber. Keiner nimmt das ernst. Wir nehmen das erst ernst, wenn es gegen Familie geht, wenn es wirklich, wirklich, wirklich ernst gemeint ist. So, aber wenn ein Alpha Kevin jetzt mal aus Spaß sagt, ey, Kanaken-Army, lass ihn doch. Lass ihn. Was willst du dagegen machen? Oh, der Nazi. Ich wünsche deinem Kind den Tod. Bruder, das ist doch viel schlimmer als Kanake. So, vergleich mich nie wieder mit so Müll, weil das trifft mich. Ey, ich So. muss ganz ehrlich sagen, so, ich finde das Statement wirklich, wirklich gut. Ja. Das ist so, es kommt auch so real rüber. Also ich finde das Statement ist jetzt wirklich ganz gut. Ich werde ihn auch noch weiterhin pushen, ne? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich kann ihm da nur zustimmen. Ich finde auch, wenn man das vergleicht, die Sachen, die Hashtag Joker gesagt hat und die Sachen, die ich gesagt habe, das kannst du halt nicht vergleichen, ja? Hashtag Joker hat halt sich nicht dafür entschuldigt. Und hat es auch nie öffentlich gemacht. Ich habe mich dafür entschuldigt und habe es öffentlich gemacht. Was will ich noch mehr machen? Und das habe ich übrigens schon sehr oft gemacht. Ich habe mich schon sehr oft entschuldigt. Ich habe bestimmt schon in 3, 4 Videos habe ich mich öffentlich entschuldigt wegen dem K-Wort. Und dann wird aber gesagt, das wird da eh nicht ernst genommen. Das hat er ja nicht ernst gemeint. Das ist so ein Lelek, bla bla bla, Deutscher, was weiß ich. Und Hashtag Joker wünscht Leuten den Tod. Will sich an Schülerinnen vergehen, beziehungsweise an die jüngere Schwester von dem Schüler vergehen, wo ich mir so denke, okay, es sind auf jeden Fall alles Aussagen, da muss man, das muss man erstmal raushauen, sowas.
Und deswegen kannst du eigentlich niemand vergleichen mit Hashtag Joker. Das ist schon eine ziemliche Abschaum. Ihn kannte ich ja nicht. Er hat ein Video gemacht. Ich kenne ihn ja sonst nicht weiter. Deswegen konnte ich auch nur so drauf reagieren. Ansonsten für das Video, ohne Scheiß, Respekt. Wirklich, ich finde es gut. Genau so sollte man das machen. Weißt du, ich hätte ja auch alles gut gefunden. Hätte Hashtag Joker dieses Thema auf Instagram gemacht und hätte sich dann aber dafür entschuldigt, was weiß ich, auf Instagram, auf YouTube, irgendwo, ja, aber öffentlich, nicht privat. Hätte er sich dafür entschuldigt, wäre alles top gewesen. Was macht er? Er macht zwei Videos. Er sagt mir privat, sagt er, ja, also Entschuldigung, aber ich mach's nicht öffentlich. Ja, dann ist es für mich keine Entschuldigung. Ja, wenn du im gleichen Satz dann sagst, nö, ich mach's nicht öffentlich. Weißt du, weil du wieder zu stolz bist, deinen Fehler einzugestehen, dass es scheiße war, was du gesagt hast. Aber das sind halt, was willst du dazu sagen? Das ist halt einfach nur dumm. Was, wo ich mir denke, hey, hör mal zu, übertreib deine Rolle nicht. Ja, ich habe mich noch im selben Stream dafür distanziert, aber ich habe ja auch da 4 Videos danach gemacht. Auf InCav, glaube ich, 2 und auf YouTube habe ich 2 gemacht. Michi. Kommen wir zu KuchenTV. Der Bre hat auf mich reagiert. Ey, Bruder, du hast 1 Million Abonnenten, du reagierst auf mich, Bruder. Also so uninteressant, wie du gesagt hast, kann meine Reaction nicht gewesen sein. So cringe sie war, so cringe ihr sie fandet, so, ich lache immer noch darüber, weil ich habe davon gar nichts ernst gemeint. Ich habe nicht mal einen Satz gesagt, hinter dem ich wirklich stehen könnte. Hinter dem ich wirklich sagen würde, boah, damit habe ich jetzt gerissen, so. Ich habe mich kaputt gelacht. Ihr sagt, weil ich sage, sag nicht Walla, du Schwein. Ich sage das sogar zu meinen muslimischen Brüdern. Einfach aus Spaß, nicht weil ich sage, ey. Ne. Okay. Hört mal auf mit eurem Kindergarten da, mit diesem. So, also KuchenTV. Ganz schön, dass du auf mich reacted hattest. Ich habe nichts gegen dich. Wie gesagt, du hast auf die Reaction, der Reaction reagiert, Bruder. Die Steckdosen triggern mich als Schwarzarbeiter. Schwarzarbeiter oder wie? So muss es sein. Ja, guck mal, also du musst, also ja, das, ich finde das auch, also es sieht halt optisch nicht unbedingt hochprofessionell aus, ist ja aber auch nicht so schlimm. Für mich persönlich ist eher so ein bisschen der Störfaktor, dass entweder die Kamera sehr, sehr schief ist oder das Haus, vielleicht lebt er auch in einem schiefen Haus. Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber auf jeden Fall ist hier irgendwas schief an dem ganzen Bild. Und das triggert mich ein bisschen mehr als die Steckdose, ja. Feier ich trotzdem, dass du mir ein bisschen meinen Hack gegönnt hast. Auch wenn ich für das Video eigentlich keinen Hack verdient habe, wenn es ja, Meta, das ist Bruder. Genommen haben, weil ich habe wirklich nur als Lachkick geschoben. Und Bruder, so uninteressant, wie gesagt, kann ich nicht sein. Du hast reacted, Bruder. Von dir habe ich sogar Mails von Alpha Kevin. Pass auf, dass ich dich nicht angreife, mein Freund. Spaß, nein. Alles cool. Achso, ja, dafür können wir sich ja auch mal oder mal Stellung beziehen, ja. Mit diesem, dann, wenn du Anwalt kommst, ja, dann, ja, dann knacken meine Finger hier, ja. Schade, ich kann das nicht mehr. Auch zum Großteil Wahnsinn. In deinem Video Tipps gegeben. Dafür bin ich dir nochmal dankbar. Ich werde auch eigenes Content natürlich aufbauen. Aber ich sag mal so, das war eigentlich der perfekte Startschuss. Mein erstes Video wurde direkt gestrikt. Das sorgt dafür, dass mein Name so oder so in Umlauf ist. So, ob ihr jetzt sagt, ey, hör mal zu, wie schlecht. Nein, war nicht schlecht. War sogar genau der richtige Move für mich. Ganz einfach. Dann kommen wir zu dem, was ich in Zukunft machen werde, Mother. Das stimmt aber wirklich. Also, no joke, durch diese ganze Sache, das ist jetzt sein zweites Video. Der hat nach seinem zweiten Video über 100 Abonnenten und 200 Aufrufe auf dem Video. Alter, wirklich ein besserer Startschuss hätte man dir nicht geben können. Ich konnte auch davon profitieren. Ich glaube, mein Video zu ihm hat, wie viel? 30.000, 40.000 Aufrufe? Hier, ihr habt ihn einfach zerstört, hat 37.000 Aufrufe. Also ganz so schlecht ist es nicht. Und Alter, 6.400 Likes zu 49 Dislikes. Alter, ihr habt es ja richtig krass zerstört und 1.000 Kommentare. Was ist da los? Wahrscheinlich, also ganz, ganz wilde Angelegenheit. Also das war auf jeden Fall richtig stark, ja. Mada, wisst ihr, was ich machen werde? Wollt ihr wissen, was ich machen werde? Ja? Wollt ihr wissen? Wenn ihr wissen wollt, Pech gehabt. Nein, Spaß. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft mich mein Hobby widmen. Ich werde weiter Rap-Musik machen. Es werden vielleicht sogar auf diesen Kanal. Okay, gut, das ist jetzt ein bisschen uninteressant. Übrigens, um Google Assistant noch besser zu machen, würde ich dich gerne fragen, wie zufrieden du mit deinem letzten Anliegen bist. Wie viele Sterne zwischen 1 und 5 vergibst du? Warum sagt Google jedes Mal? Darum ist auf jeden Fall keine zufriedenstellende Antwort. Lass uns recherchieren.
Willst du mich verarschen? Ey, ich sage euch, dieses Google Assistant Zeug, ne, ist der größte Käse, ja. Der größte Käse. Immer wenn ich hier einen Stream mache, okay, warum ist das und das, geben sie jetzt hier eine 5-Sterne-Bewertung ab? Ich gebe hier gar nichts ab, ja? Ich verstehe das nicht. Warum spricht Google ständig mit mir? Warum? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Traurig. Nimm der Google-App endlich die Mikrofonberechtigung weg. Muss ich wirklich machen. Ich rede ja sonst eh nie mit der. Wann rede ich denn mal mit der? Gar nicht. Das ist ein Armutszeugnis hier. Das hier ist ein richtiges Armutszeugnis.